Okay, perfekt um 10 nach 5 angefangen und es geht weiter. In diesem Part erledigen wir die ganze Sache mit dem Generalschlüssel. Soweit sind wir schon, ja. Hilfe. Ich muss nur gerade überlegen, wie komme ich am schnellsten dahin? Ich muss da runter und dann. Und Herr Mantel ist immer noch beim Waschen. Wir können hier mal Kommentar, ne? Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht dann überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Wird tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3, 4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Corrigatabs hatte. Zu viel Information. Naja, wie Sie meinen, Herr Poki. Ich sag's immer noch, Sie können gut singen Wo kommt und. der nächste Ausgang? Weiß nicht, der hat so eine. So. Egal. Ach, was ich sagen wollte, woran mich der Adrian so Und erinnert hat los geht's. von der Stimme her, gell? Ja, als er dann geheilt war, so. Ist okay, ist gut, Alter. Da kommt der nächste Ausgang. Wie so ein Hardcore-Kiffer. Ganz ehrlich. Wow. Hilfe. Ja, hier muss man einfach nochmal. Hallo? Ja, hier muss man einfach nochmal Alex' unglaubliche Leistung als Sprecher loben, bei dem ich halt irgendwie vor Ort halt irgendwie die gruseligen Texte mit der Waschmaschine im Studio gesagt habe, so, ja, weiß nicht, klingt doch einfach mal, weiß nicht, versuch mal irgendwas in Richtung Klaus Kinski. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Das sind ziemlich. Ja, hier muss man einfach nochmal Alex' unglaubliche Leistung als Sprecher loben, bei dem ich halt irgendwie vor Ort halt irgendwie die gruseligen Texte mit der Waschmaschine im Studio gesagt habe, so, ja, weiß nicht, klingt doch einfach mal, weiß nicht, versuch mal irgendwas in Richtung Klaus Kinski, und dann diese gruselige Waschmaschine interpretiert hat. Das ist natürlich sich psychologisch sehr einfach erklärt, dass die Waschmaschine als Symbol der Sauberkeit für Edna ein absolutes Feindbild darstellt. Und auch wenn sie die Waschmaschine halt freundlich tut, in Wirklichkeit will sie halt nur Böses. Das merkt, das spürt auch Edna. Ich habe doch gerade versucht, da. Nein. Na, schade. Das geht anscheinend nur, wenn man. Ah, schade, schade, schade. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Es geht anscheinend wirklich nur, wenn man gerade. Wenn der Herr Mantel nicht drin ist. Na, das ist doof. Hallo? Ist da jemand drin? Naja, aber ich verspreche euch was. Ich werde. Nach diesem Frame Skip. Bah, eklig. Werde ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vergessen, was ich sagen will. Nee, werde ich ein neues Spiel anfangen und das dann machen mit der Waschmaschine. Kommt drauf an. Nee, ich werde einfach einen neuen Spielstand laden. So machen wir es.
Und hier hoch. Ja, ich vergesse die ganze Zeit hier Kommentare zu machen, ich weiß auch. Ich will da auch irgendwas zeigen und ja, ab und zu, okay? Und da haben wir nun einen Raum mit 8 Ausgängen. Ja, was mich immer sehr genervt hat, war, dass man später im Spiel auch hinter diesem Gitter spielen kann und doch die Türen halt alle so unglaublich klein sind. Und ich habe auch dummerweise, ich weiß gar nicht mehr warum, aus Übermüdung, ich habe eine Tür zu viel reingezeichnet. Und zwar auf der linken Seite von dem Flur, der nach hinten weggeht, sind halt 2 Türen, aber tatsächlich ist nur eine benutzbar. Wohin die andere Tür führt, wissen wir während Ender bricht aus nicht. Gott sei Dank habe ich diesen Fehler in Harveys neue Augen wieder gut gemacht. Dort spielt man nämlich tatsächlich auf der anderen Seite der Gitter und da. Das hat niemand gehört. Das ist ein Grund, warum ich es eigentlich nicht machen will, aber ich wurde drum gebeten. Es ist halt auch sehr viel um Harveys neue Augen gespoilert. Mann. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so schön. Tut mir leid an diejenigen, die es hören wollen. Aber jetzt egal, wir machen jetzt erstmal mit Edna bricht weiter aus. Okay, ist klar. Komm, halt die Fresse. Ja. Wir müssen einen Abstrich von dem... nein, von Herr Blase. Herr Blase hat es endlich auf die Toilette verzogen. Gott sei Dank, die Sau. Nee, wir müssen natürlich mit unserer Tonerde einen Schlüsselabdruck machen. Aber normale Erde ist viel zu trocken, deswegen machen wir Erde endlich mit einem Waschbecken. Nass. Endlich. Cool, jetzt habe ich Matsch. Ganz eklig. Nein, ja, unterschreiben wir auf den Fuß. Nein, das ist aber Matsch mit Schlüssel. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ja. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Okay. Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Dann lass doch den Kerl mal in Ruhe scheißen. Was soll denn der Kack? Ernsthaft, das... Ich würde, glaube ich, aufstehen und den einen ballern. Ja? Nee, ernsthaft, das geht gar nicht. Och, ich muss mal wieder ganz runter rennen. Ganz, ganz runter. Und wenn ich sage ganz, ganz runter, dann meine ich ganz, ganz... Und habe ich jetzt gerade irgendwie die Maus weggeskippt? Ja. Och, ich war doch richtig. Ich kriege die Motten. Was mit dem Scheiß? Warte mal. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Habe ich den schon mal gebracht? Alle schreien, keiner lacht. Edna hat einen Witz gebracht. Ich wette, ich habe den schon mal gebracht. Bei dem Spiel ist es eigentlich Pflicht. Boah, wird mir gleich kalt. Hallo. Eigentlich ein sehr hübscher Screen, atmosphärisch mit der Beleuchtung des Ofens, aber im Endeffekt, irgendwas stört mich daran. Ich finde den Ofen zu altmodisch. Ich glaube, da müsste man eigentlich mal in die Anstalt ein neues Heizungssystem einbauen. Eigentlich müsste da mal ein neues Heizungssystem in die Anstalt. Ja. Ich denke, ich werde mal einen Brief an Dr. Marcel schreiben. Neues Heizungssystem für die Anstalt. Haust du rein. Okay, auf jeden Fall machen. Ja, ein richtiges Inferno. Halt die Schnauze. Wir machen auf. Einfach so ohne Handschuhe. Dann müssen wir unsere eklig schlammigen Abdruck natürlich noch trocknen. Okay. Ja, jetzt ist er fest. Jetzt können wir ihn nehmen. Au, heiß! Das können wir nicht. So komme ich da nicht ran. Das können wir natürlich nicht, aber wir haben ja die Topflappen. Perfekt. Das sollte klappen. Haha. Jetzt haben wir einen Abdruck, der natürlich in ihrer Hosentasche nicht heiß ist. Okay, wir müssen die Medaille in der da drin schmelzen in irgendwas. Wir haben einen Topf. Der Topf hat die richtige Größe für den Ofen. Aber etwas fehlt. Ach so, jetzt klar. Okay, machen wir einfach mal, ne? Jetzt war ich kurz im Überlegen.
Gut. Jetzt ist geschmolzen. Jetzt holen wir mit dem Topflappen den Topf raus. Das sollte klappen. Jetzt geschossen. Und jetzt müssen wir den dampfenden Topf auf die Form. Okay. Interagieren. Okay. Alter, einfach nur. Okay. Jus, das war's schon. Mehr war das nicht. Jetzt ist sie nämlich noch heiß. Und wir müssen sie abkühlen. Ja, wir müssen sie abkühlen. Es ist ein schwieriger und langwieriger, den ich natürlich offscreen jahrelang geprobt habe. Und natürlich extra für diesen Moment habe ich mir eine Rede geschrieben, die ich ganz zuletzt dann vorlesen werde, um die Atmosphäre jetzt nicht zu zerstören. Lustig. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Mhm. So schaut das. Und jetzt können wir... Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich habe es geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Okay. Wir haben den Generalschlüssel. Was hindert uns denn jetzt noch daran, hier rauszukommen? Nix. Gar nichts. Ja. Scheiß auf den Schlüsselmenschen. Scheiß auf die Welt. Wir sind draußen. Ich bin endlich frei. Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Nee. Gleichzeitig. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Ihr habt es gehört. Wir brauchen ein Fahrzeug. Ein Vehikel. So eins, wie es da hinten steht, so in der Art. Aber das werden wir alles im nächsten Part erst erfahren und... Aha, Limousine von Dr. Marcel. Ja, wir werden da mal gucken, was wir benutzen. Und zum Schluss, Poki, hau rein. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, also das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch 2 Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Haust du rein. Das war jetzt doof, weil das wollte ich eh machen. Ding. Halt. Was? Hallo. Ansehen. Genug gedeckelt.
habe meinen eigenen. Ja, das wollte ich sowieso eigentlich zeigen, aber... Naja, hat der liebe Poki uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem kann er geil singen. So, das wird ein Running Gag. Obwohl es kein Gag ist, aber ist ja Wayne. Gut. Entschuldigung. Jetzt muss ich auch noch gähnen. Ja, das erste Mal, glaube ich. Ach, Schmarrn. Bestimmt das fünfte Mal. Naja, egal. Ich bin jetzt für heute erstmal raus. Naja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba. Schön mit Ö, see ya mit A und... Ja, tschüss.